Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners gemeinsam mit Matthias Esters von Balinor Malts. Okay, eigentlich dachte ich, das hat was mit Tasmanien zu tun. Magst du erzählen? Genau, hat es auch. Also wir von Balinor Malts sind Direktimporteur von insgesamt 9 verschiedenen tasmanischen Destillerien. Und wir haben auch den Alleinvertrieb von diesen Destillerien in Deutschland. Dazu gekommen ist es vor 2 Jahren, haben wir angefangen damit. Ist aus einer Idee rausgewachsen. Ich hatte geschaut, ich hatte mich schon immer für Whisky interessiert. Das war schon immer meine Leidenschaft. Damals war es... Oh, Sullivan's Cove. Genau. Das war mein einziger Whisky, den man fast auch aus Tasmanien kennt. Bis auf, wie heißt das, Anam in the Road? Hellayer's Road. Ja, genau. Whoops. Aber durch Sullivan's Cove bin ich wirklich an tasmanischen Whisky gekommen. Mhm. Als man dann irgendwann so im Alter war, wo man mal was trinken durfte, habe ich dann gemerkt, so, hey, da gibt es ja wirklich noch anderen und auch leckeren Whisky außerhalb von Schottland und Irland. Mhm. Und Amerika. Und Amerika, genau. Ja. Muss ich einfach mal erwähnen. Ja, also einen Bourbon ab und zu trinke ich auch gerne. Oh, super. Das muss ich auch sagen. Genau. Aber dadurch bin ich erstmal auf die Idee gekommen, dass es noch woanders guten Whisky gibt. Und hatte dann halt geschaut, was kann man machen, weil man muss sich ja irgendwie, man muss ja ein Alleinstellungsmerkmal finden. Und dann habe ich mich halt eben wirklich nur auf Tasmanien fokussiert. Da hängt auch ein Stück weit mein Herz mit dran, wie man auch hier... Wow, also das heißt, du warst schon wie oft da? Anzahl kann ich nicht nennen, aber ich würde sagen, auf die Lebenszeit hochgerechnet, 4 bis 5 Jahre habe ich bisher da verbracht. Wusste ich gar nicht, toll, ja. Ja, also ich bin da auch zur Schule gegangen, mal eine Zeit lang. Und ja, der Grund, weshalb ich damit so verbunden bin, ist, meine Verwandtschaft lebt da unten. Dadurch war ich natürlich immer zu Besuch, habe dann halt irgendwann dann auch erfahren, was es da halt noch so Tolles im Land gibt. Und dadurch entstand dann diese Idee, tasmanischen Whisky nach Deutschland zu importieren. Wie du da drüben siehst, ist es nicht nur Whisky bei Whisky geblieben, es ist auch Gin. Aber ich meine, viele Destillerien. Whisky, Jason. So von daher bleiben wir dabei Whisky erstmal. Genau. Deshalb, es machen halt eben nur viele Destillerien, wenn sie gerade neu starten, ist das halt eben gang und gäbe, dass man halt eben auch einen Gin rausbringt. Genau, flüssiges Gold, das man schnell verkaufen kann, ohne so lange lagern zu müssen. Magst du ein paar Sachen einfach mal vorstellen? Was gibt es bis auf Sullivan Cove? Da fangen wir doch dann mal ganz unten im Süden an, nämlich die südlichste Destille Australiens. Ja. Das ist die McHenry Distillery. Okay, ich kann auch mal auf der... Genau, machst du ganz kurz die Karte. Ich halte dir die Karte und du erzählst ein bisschen. Genau. Okay, machen wir dann so. So, jetzt sind wir bei der McHenry Distillery. Das ist die südlichste Destille Australiens. Die ist nämlich auf dem Tasman Peninsula ganz im Süden. Ja. Man muss sich Tasmanien so ein bisschen gedreht vorstellen. Dann ist nämlich nicht das der Süden, sondern das der Süden. Okay. Besonders bei dem Whisky ist, die Destillerie versucht, einen gleichbleibenden Reifungsprozess zu erzeugen. Also insgesamt 4 Jahre lang ein 100 Liter Maker's Mark Fass. Maker's Mark? Also ist es der normale oder ist der 46er? Das also normale, ich weiß es jetzt schon. Ja, das ist der normale. Und dann kommt es anschließend noch für ein Jahr, wird das 100 Liter Fass aufgeteilt auf verschiedene 20 Liter Portfässer und wird dann so gesehen nochmal gefinished. Also ein 20 Liter Portfass habe ich auch noch nie gesehen. Wird extra dort angefertigt, oder weißt du das? Ja, okay. Meistens sind Portfässer ein bisschen größer, diese Portpipes. Ja, ich weiß, normalerweise sind die größer, aber es gibt die Tasman Cask Company, die halt eben auf Wünsche der Destillerien halt eben alles anfertigt. Das macht ja Sinn. Super. Also das ist McHenry und es gibt einfach den Single Malt und... Nur den Single Malt. Okay, genau. Das immer in diese Portfässern gefinished. 4 Jahre lang, sehr lecker. Es gibt allerdings Unterschiede in den Releasen. Ja. Also jedes Jahr ist der Release ein bisschen anders. Ja. Das ist jetzt der 2017er. Mhm. Der hat nämlich noch 47%. Der 2018er hat nämlich 44. Okay. Aber das ist einfach der normale Werdegang. Jede Destille schaut halt eben, in welchem Spektrum die Aromen am besten rauskommen. Super. Okay, so. Und weiter? Ja, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter nach oben. Mhm. Und zwar bleiben wir mal bei den gereiften Whiskys. Man, darüber kann man ja, glaube ich, reden. Genau. Und zwar sind wir jetzt bei Peter Bicknell
von der Belgrove Distillery, der dieses Jahr schon wieder Liquid Gold bei Jim Murray's Whiskey Bible gewonnen hat. Wow. Allerdings nicht mit seinem Rye Whiskey, sondern mit seinem Peated Rye. Okay, ja. Der auch wesentlich fruchtiger ist, muss ich sagen. Aber den habe ich immer noch nicht im Sortiment. Okay. Kommt noch, bestimmt. Kommt noch, genau. Genau. Bei dem, bleibt beharrlich. Genau. Man muss ja auch immer irgendwas Neues haben auf dem Messen. Bei dem ist besonders, es ist ein Vetted Malt. Das heißt, aus einem Brennvorgang wird der New Make auf verschiedene Fässer aufgeteilt. Mhm, ja. Er nimmt sehr fruchtige Masala, Muskat, Pinot Noir Fässer, okay. Damit halt eben der typische Roggengeschmack in den Hintergrund rückt, weil normaler Roggenwhisky, wenig Zucker. Lecker, finde ich. Ja, ist wirklich lecker, aber genau. Ist halt herber. Ist halt für viele Whisky-Trinker erstmal würzig, genau. Erstmal ein Schock. Mhm. Und ja, das macht er auf jeden Fall oder versucht er halt eben mit diesem Vetted Malt zu umgehen, ja. Was ihm auch sehr gut gelingt, weil ich meine, jedes Jahr in Jim Murray's Whiskey Bible erwähnt zu werden. Schafft nicht jeder, das stimmt. Schafft nicht jeder und irgendwas muss dann ja da wohl dran sein. Genau, super. Und danach habt ihr auch ein paar nette Flaschen da. Ja, aber noch erstmal. Genau, wo sind wir? Genau, wir sind jetzt gerade hier, ein bisschen oberhalb von Kempten. Okay. Am Midland Highway gelegen, dort ist halt eben die Belgrove Distillery. Okay. So, und jetzt machen wir einen ganz, ganz weiten Sprung, nämlich von hier. Einmal bis nach da ganz oben. Erzähl mal, ich war noch nie in Tasmanien. Genau. Also, und wie weit ist da dieser Sprung denn? Wie viele Kilometer? Ungefähr. Also man kann es eher besser mit Stunden angeben. Ja. Also man braucht circa 3 Stunden bis nach da oben. Das Problem ist in Tasmanien, die Strecken sind nicht lang. Man kann aber nur 110 fahren. Ja. Straßen sind teilweise schlecht. Ja. Die Australier fahren sehr schlecht. Okay, gut. Also wenn man deutsche Autobahnen gewohnt ist, ja, dann ist es anders. Ja. So, super. Aber auf jeden Fall, wir sind jetzt ganz oben im Norden angekommen, in der kleinen Stadt Lulworth. Mhm. Und dort gibt es eine Distillerie, die Fenny's Bay Distillerie. Okay. Das ist wahrscheinlich die kleinste in Australien. Mhm. Die selber haben nur einen Brennkessel, der 50 Liter umfasst. Ja. Pressure Cooker, ja. Mehr oder weniger. Mhm. Einmal die Woche wird gebrannt und einmal die Woche wird ein 20-Liter-Fass, ja. Was wir gleich noch zeigen können zum Größenvergleich, abgefüllt. Das heißt, wir sprechen wirklich von homöopathischen Mengen. Aber dadurch ist der Whisky auch wirklich was ganz Besonderes, eine absolute Rarität. Und ja, die Kundenrückmeldung oder das Feedback der Kunden spricht dafür, dass es auf jeden Fall auch guter Whisky ist und nichts Schlechtes. So, es gibt 2 verschiedene Finishings, die ich kenne. Genau. Okay, mach mal hier ganz kurz zeigen. Ja. Ich leg die Karte endlich weg, mein Arm wird müde. Und zwar haben wir da einmal den Port, das Portfass. Ist eine Fassstärkeabfüllung, 65%, ist also fast wie Sirup. Ja, okay. Aber ich wollte das auch unbedingt in 65% haben. Ich habe den probiert mit 45. Ja. Da fehlte was, da fehlte die Seele. Mit 65% ist er wirklich sehr, sehr gut. 3 Jahre insgesamt nur alt, weil durch die hohen Temperaturen muss man halt eben recht früh das aus dem Fass abfüllen. Ansonsten hat man sehr viele Tannine da drin, die man halt eben nicht haben möchte. Also es gibt einmal den Port mit 65%. Also auch gar nicht so billig, 200 Euro plus, glaube ich, dafür. 250 Euro, genau. Ja, ist schon eine Hausnummer, ist aber auch was für absolute Liebhaber, für Raritätensammler. Gleichzeitig gibt es den auch nochmal als Sherry. Das ist der diesjährige Release. Der kam dieses Jahr raus und davon haben wir auch nur 6 Flaschen bekommen. Deshalb, um auch mal zu zeigen, wieso homöopathische Mengen, wieso der Preis so hoch ist. Ja, ja. Also pro Release gibt die Distillerie circa 25 bis 30, je nachdem, was halt aus so einem 20-Liter-Fass rauskommt, Flaschen raus. Ja. Und davon kriegen wir teilweise 6. Vom letzten Jahr haben wir 12 bekommen. Oh. Mhm. Da sind jetzt aktuell vom letzten Jahr auch nur noch 3 Flaschen von da. Mhm. Also es sind wirklich sehr, sehr kleine Mengen. Super. Und was kann man nun in der Zukunft erwarten hier von Barley Known Malts? Barley. Barley. Genau, ich habe überlegt. Barley oder Barley? Ja. Es ist ein Wortspiel, ja. Aber es ist durch einen Rechtschreibfehler entstanden. Oh. Es sollte eigentlich Barley heißen, aber Barley hatte dann auch ganz gut gepasst. Barley Gerste, sehr gut. Ja, von uns ist zu erwarten, wir werden nächstes Jahr unseren ersten eigenen Release rausbringen.
Und zwar von einer Distillerie, die wir bisher noch nicht in unserer Liste haben. Das wird die Launceston Distillery sein. Die ist am alten Flughafen in Launceston angesiedelt. Und dort haben wir ein 20-Liter-Fässchen liegen, was dann nächstes Jahr fertig sein wird. Wird abgefüllt, wird unser Special Release sein. Exciting times, up ahead. Und sonst werden wir halt noch versuchen, noch viele andere spannende Whiskys zu importieren. Weil immer mehr Distillerien jetzt natürlich neue Sachen rausbringen oder überhaupt erstmal was rausbringen oder überhaupt erstmal so viel produzieren, dass ich was davon abbekomme. Ich muss nämlich auch immer schneller sein als die Australier selber. Was gar nicht so einfach ist. Und ja, das ist auf jeden Fall von uns zu erwarten in den nächsten Jahren. Super. Online, wo kann man euch finden? Auf tasmanianspirits.de kann man uns finden. Dort ist unser Shop. Barleyandmalts.de ist unser Blog. Da steht nochmal alles über die Distillen. Ja. Bilder, Reiseberichte. Für jeden etwas dabei zum Durchklicken. Super. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners gemeinsam mit Matthias Essers von Barleyandmalts. Ciao. Ciao.